Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine alte Waschtischarmatur richtig wechseln und somit auch am Waschbecken austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unsere Warm- und Kaltwasserleitung entsprechend absperren. Hierfür befinden sich normalerweise unter dem Waschbecken zwei solche Eckventile und diese muss ich jetzt einfach mal komplett im Uhrzeigersinn zudrehen und dann sollte das auch schon passen. Danach sollten wir einen leeren Behälter unter das Eckventil stellen und wir können auch mal mit einem 19er Gabelschlüssel bzw. mit einer Armaturenzange hier oben an der Überwurfmutter das Ganze gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann natürlich auch gleich per Hand noch komplett abdrehen. Dann sollte auch noch etwas Wasser aus diesem Schlauch herauskommen. Dasselbe Spiel machen wir beim zweiten Eckventil auch. Als nächstes müssen wir die große Verschraubung unserer Armatur unterhalb des Waschbeckens einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen. In meinem Fall wäre das dieser Stift hier. Bei anderen Modellen kann es auch sein, dass er sich hier oben befindet. Hier hat man leider relativ wenig Platz. Doch in meinem Fall habe ich den Vorteil, dass ich mit einem Schlitzschraubendreher hier schon reingehen kann und das Ganze einmal noch löse. Falls es bei dir vom Modell her nicht möglich ist mit einem Schlitzschraubendreher, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du mal probierst, mit einer Wasserpumpenzange hier irgendwo anzusetzen und dann das Ganze irgendwie zu lockern, dass man es danach per Hand weiter abdrehen kann. Die Verschraubung ist ab, jetzt kann ich das Gegenstück noch nach unten ganz einfach rausziehen. Und wenn ich meine Armatur jetzt schon mit einer Hand festhalte, kann ich mit der anderen Hand noch hier unten die Zugstange einmal lösen. Das geht auch normalerweise mit einem einfachen Schraubendreher. Diese danach abmachen und die Armatur nach oben einfach rausziehen. Wenn das passt, können wir unsere Durchführung noch etwas säubern und danach auch schon unsere neue Armatur einmal zur Hand nehmen. Bei meinem Modell sind die Flexschläuche schon entsprechend angebracht. Es kann jedoch auch sein, dass diese einfach extra daneben liegen. Dann musst du die einfach mal im Uhrzeigersinn in die entsprechende Öffnung hier unten eindrehen und natürlich am Ende noch mit einem passenden Gabelschlüssel etwas fester ziehen. Danach einmal die Dichtung nehmen, welche auch über dem Waschtisch sein soll. Und die geben wir jetzt einfach mal von unten natürlich richtig rum über unsere zwei Flexschläuche drüber, anschließend schon an die Armatur ran und jetzt können wir nämlich auch diese schon von oben durch unser Waschbecken hindurchgeben. Von unten kommt nun ein Gegenstück dagegen, was eine Dichtung hat. Die Dichtung muss natürlich nach oben zum Waschbecken hinschauen und noch als Tipp, dir kann auch gerne eine zweite Person jetzt die Armatur oben schon dementsprechend festhalten, sonst musst du das Ganze mit einer Hand immer machen und danach dieses Verbindungsstück bzw. Befestigungsstück auch schon in das entsprechende Gewinde hineingeben und wir haben einmal noch diese große Mutter hier, die ich jetzt einfach auf das Gewinde auch noch drauf gebe und schon einmal per Hand probiere, leicht im Uhrzeigersinn anzuziehen. Je nach Hersteller kann es jetzt mit einem großen Schlitzschraubendreher hier unten hineingehen und das Ganze schon etwas fester im Uhrzeigersinn anziehen. Natürlich muss die Armatur oben gerade ausgerichtet sein und nach fest kommt ab. Wenn dein Modell so eine Einkerbung unten nicht hat, dann musst du entweder mit einem speziellen Werkzeug, zum Beispiel einem Steckschlüssel oder auch mit einer Wasserpumpenzange hier unten mal irgendwie reinkommen und dann das Ganze auch noch etwas fester anziehen. Bei mir passt alles soweit, weswegen ich jetzt auch schon die Flexschläuche dementsprechend wieder an die Eckventile anbringen kann. Wichtig hierbei ist, dass auf jeden Fall der rechte Flexschlauch auch auf das rechte Eckventil geht, da wir sonst Warm- und Kaltwasser vertauschen. Und wir sollten nochmal kurz überprüfen, ob hier vorne die Dichtungen auch wirklich drinnen sind. Wenn das passt, dann einfach mal per Hand schon im Uhrzeigersinn probieren, das Ganze gerade anzusetzen. Danach den Flexschlauch oben am besten noch mit einer Wasserpumpenzange festhalten und unten mit der Armaturenzange bzw. dem passenden Gabelschlüssel jetzt noch etwas fester ziehen. Denn dadurch kann sich einfach auch der Flexschlauch nicht verdrehen. Dasselbe Spiel machen wir beim zweiten Eckventil jetzt natürlich auch. Die Eckventile sind fachgerecht angeschlossen, deswegen ich jetzt beide einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn öffne und danach wieder eine halbe Umdrehung zurückgehe, denn dadurch halten diese einfach länger. Und jetzt mache ich gleich einmal noch meine Armatur oben vorsichtig auf und kann hier unten nämlich schon einmal alles auf Dichtheit bei meinen Eckventilen überprüfen. Bei mir schaut es super aus, weswegen wir jetzt auch schon mit der Zugstange von unserem Ablauf weitermachen. Hierfür das Gestänge einmal durch unsere Armatur hinten durchgeben. Das sollte normalerweise auch relativ gut funktionieren.
Und danach kann ich auch schon das Verbindungsstück einmal richtig auf meine zwei Stangen drauf geben. Wichtig ist jetzt zum Einstellen noch, dass einfach beide Stangen komplett nach unten gedrückt sind. Danach kann ich es auch schon mit meinen entsprechenden Schlitzschraubendreher einmal wieder festmachen. Und danach schauen wir uns natürlich das Ganze auch noch von oben an. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Meine Armatur funktioniert richtig, auch hinten meine Zugstange. Wie man so einen Stöpsel übrigens richtig einstellt, da habe ich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Und somit haben wir dann auch schon eine Armatur richtig ausgewechselt. Wenn du dir für zu Hause übrigens gleich eine neue Armatur, eine Wasserpumpe oder auch Armaturenzange zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.